Willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir kommen gerade vom Friseur, haben die Schulden eingetrieben und gucken uns erstmal noch weiter um und werden dann vermutlich weiter Schulden eintreiben. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, wir gehen links rum. Was ein bisschen komisch ist, ich hatte manuell gespeichert, aber irgendwie war der Speicherstand viel weiter hinten. Wenn ich jetzt bei automatisch geladen, ich habe jetzt automatisch geladen, da war es richtig an der richtigen Stelle, aber irgendwie ist das doch alles so ein bisschen komisch. Nun gut, wir sind hier in der Mitte. Dann würde ich doch sagen, wir nehmen direkt die Mitte auch schon mal mit. Gehen wir doch erstmal hier rein und gucken noch mal ein bisschen. Spacer's Choice Kantine haben wir entdeckt und die dürfen wir jetzt auch genau auf der Karte zu sehen bekommen. Wie ist das eigentlich genau mit dem Dialog, mit den Dialogen? Wenn ich mich für etwas entscheide, dann kann ich nicht noch mal irgendwie was anderes machen. Also muss ich mir schon ganz genau überlegen, was ich da stellenweise dann auswähle, ne? Ich glaube schon. Gut, stehlen ist halt, glaube ich, eine wirklich blöde Idee. Wenn da Leute in der Nähe sind, das sollte ich vielleicht machen, wenn niemand in der Nähe ist. Hahaha, was für eine Schlussfolgerung. Gut, wir werden jetzt erstmal, glaube ich, hier mit... Kennen wir dich nicht? Mit euch... Ja, ja. Mit euch können wir hier nicht reden soweit, doch mit dir können wir reden. Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you where am I again? Der weiß nicht mal mehr, wo er ist, der gute Winslow. Du bist in Edgewater. Edgewater, Jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. Der ist ja echt gut drauf. Ich glaube, du hast ein wenig zu viel getrunken. Oh, it's fine. I'm only on my third bottle. I don't start heaving up my guts as long as I can count to three. Company lets me imbibe as much zero G brew as I can afford. Even gave me a discount on account of my injury. You jealous yet? Total. Du hast eine Verletzung? Yep. Got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me though. Got myself a 5% discount on zero G brew. After the second bottle. The only pain I feel is emotional. Das ist ja echt beschissen, wenn die Schmerzen nicht mehr weggehen. Das ist, glaube ich, schon ein schlechter Deal. 5% und er hat ständig trotzdem weiterhin Schmerzen? Nee. Klingt fast so, als bräuchtest du einen Chirurgen. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Dann lasse ich dich mal zufrieden. Hast du noch irgendwas anderes zu erzählen? Okay, der hätte noch was gesagt. Wie geht's der Hand? Numb to the bone thanks to Zero G Brew. Zero G Brew. It's an ale that's good for what ails you. Okay, mehr hat er nicht zu sagen. Dann lassen wir das erstmal. Mit Amelia Kim wollen wir jetzt auf jeden Fall auch noch reden. Was hast du denn zu sagen? Gut, ich könnte hier Sachen mitgehen lassen, aber wie gesagt, das ist keine gute Idee. Kann ich mir denn hier irgendwas... Betäubungsschlagstock, den hätte ich natürlich gerne. Was hast du zu erzählen? Sollte ich lügen, ist wahrscheinlich besser, weil ich habe ja auch den Ausweis dafür. Dann lügen wir doch jetzt mal. Alex Hawthorne, Captain der Unreliable. Aha. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Charisma. Ja, ich glaube, ich habe kein Charisma. Und ich glaube, ich werde den dann auch mal mehr so spielen, wie ich den dann auch skille, weil sonst ist das ein bisschen wischiwaschi, würde ich mal sagen. Schau an, ich sehe hier nur ein paar besoffene Rumgammler und eine hässliche Barkeeperin. Nein, das machen wir nicht. Dann servierst du mir also kein Getränk. Nah, I'm contractually obligated to serve you. Just not gonna be too happy about it. If you're gonna have a drink,
I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Die ist aber auch gut drauf. Was hat es mit diesen Deserteuren auf sich? Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Ich glaube, wir reden erstmal. Ich hätte gern mal ein Gläschen, glaube ich, zuerst. Händlerfertigkeit. Deine Händlerfertigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfertigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf die Preise für Händler festzulegen. Alles klar, was gibt's denn hier? Trip-Tees. Aromatisierte Tees aus Tripical-Blättern. Koffeinhaltiges Getränk, ja, Geistattribute, Bute oder Blute. Plus 1. Jeder Teebeutel enthält die besten natürlichen und künstlichen Aromen für die perfekte Tasse Tee. Was haben wir hier? Das kennen wir ja schon. Genau, das Öl gegen alle Sorgen. 2-Hour Energy Brew. Ordentliches Koffein, ordentlicher Preis. Geistattribute plus 1. 30 Sekunden, wenn dein Tag nach ein paar Stunden mehr braucht. Noch ein paar Stunden mehr braucht. Ja, die Wassertabletten kennen wir ja auch schon. Was haben wir hier noch? Plain Pure Wasser. Ja, das kennen wir auch gut. Aber ich würde sagen, wir brauchen erstmal nichts davon. Aber ich wollte mal schauen, was sie denn so im Angebot hat. Oh, I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company slogans to any visitors. You tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Die hört sich echt motiviert an. Ich wollte nur ein wenig plaudern. Go ahead. Also, was ist deine Geschichte? That's any of your business. Kein Grund, so unhöflich zu sein. Überzeugen können wir sie leider nicht. And there's no need for you to pry either. Ich bin aber neugierig. Was willst du? Was wäre, wenn ich dir erzähle, dass ich von einem verrückten Wissenschaftler in den Weltraum geschossen wurde? Machen wir das mal. Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das hier allen zu erzählen. Ich glaube, ich nehme mal das zweite. Ich wünschte, es wäre ein Witz. Ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Anyhow, whatever happens outside the walls is not my business. Only deserters and marauders wander out there. And I cannot tell you which I revile more. My world is these four walls, that door, and a row of mugs that need cleaning. Wahrnehmung können wir machen. Das klingt fast so, als hättest du Angst, rauszugehen. Let me make something clear. Spacer's choice has been real good to me. The town's been real good to me. I start gallivanting around outside the walls, poking around in places I shouldn't be, learning things I've got no right to know. People will talk. Won't ever catch me asking about the world outside. Else the town's gonna say Amelia's gone soft. That Amelia's pondering desertion. I don't want that. Ich denke, es ist ein Fehler, sein Leben nach den Regeln von anderen zu leben. There you go with that thinking again. Didn't anyone ever tell you it's dangerous? I've said enough. People come here to drink their problems away. If they wanted to face their problems, they'd go see our vicar. Ich sollte gehen. Mal gucken. Vielleicht hat sie ja noch was zu erzählen. Plague got you feeling woozy? Get yourself boozy with Spacer's Choice. Ich will mit Reed reden. Wo finde ich ihn? What makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery,
and you'll get yourself a proper dressing down. Das klingt bei dir, als wäre das etwas Gutes. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Da war noch was ich dich fragen wollte. Go ahead. Ich habe mich ein wenig umgehört. Niemand scheint etwas über die Hope zu wissen. The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and something if you like. Wait, no, never mind. We're all out of something. Die hat scheinbar keine Ahnung oder sie tut nur so. Wie kommt es, dass niemand über die Hope reden will, Raiden? I don't know what fancy bars you've been crawling, but the rest of us make do with zero G. Zero G brew, an ale that's good for what ails you. Die Hope ist irgendwo dort draußen mit 100.000 anderen Kolonisten. Would you keep your voice down? You're gonna get the whole cantina written up. The Hope's folklore, all right? 60, 70-year-old folklore by now. The board don't approve of spreading seditious rumors and falsehoods. You're inviting trouble talking that way, and I don't want a part of it. Du klingst verängstigt. Look. Either shut your gob or stick a drink in it. We're done talking about this. Schon gut. Tja, will echt keiner drüber reden, weil die alle Angst haben. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Was haben wir denn hier? Taste the freedom. Ja, bestimmt. Now with extra added artificial ingredients at no extra cost. Ja, das ist super. Spacer's Choice. Was steht da? The whole owned subsidiary of Universal Defense Logistics. Alles klar. Gut. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Was haben wir denn hier noch? Ein Klo. Ah, hier gibt es gar nichts. Das ist aber ein bisschen enttäuschend. So, hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Da brauchen wir mehr davon. Gut, und ich müsste jetzt noch wissen, wie ich hier... Wie kann ich denn... Der wechselt die dann in Zeitlupe, oder wie? Die kann man auch irgendwie wegstecken. So, wir machen hier mal zu. Ich glaube, ich lasse das doch alles mitgehen. Ich war jetzt so unsympathisch. Ja, und nehmen wir alles mit, solange hier keiner rumläuft. Bitmodul. Nehmen wir auch mit. Sacken hier alles ein. Schwere Munition, Energiezellen. Gut, dann können wir bestimmt noch... Hier oben gibt es doch bestimmt auch noch was zum Mitnehmen. Das ist eine Küche. Adreno gibt es hier noch. Kühlschrank ist leer. Und sonst so. Immer noch mehr Türen. Gucken wir mal. Leichte Munition brauchen wir im Prinzip nicht, aber nehmen wir auch mal mit. Irgendwann müssen wir damit ja voll sein. Da haben wir noch was. Was haben wir denn hier? Anthocyanin. Poisons, Toxins, Venoms, Purifies. Fight what nature inflicts. Okay. Da kann man nichts mitnehmen. Das war auch noch ein Stück Seife. Gut, mehr gibt es hier scheinbar nicht zu holen. Würde ich doch sagen, wir können hier nochmal gucken. Spacer's Corona. Was zur Hölle ist das? Sehen die das, wenn ich hier oben was einstecke? Wir könnten jetzt hier runterspringen. Oder da. Vielleicht kommt man da noch irgendwo hin. Was haben wir denn hier noch? Jede Menge Munition. Food Smokes, Bier. Das sieht auch gut aus. So, dann würde ich doch mal sagen, da kann man scheinbar... Kann man da rüber klettern? Das sieht doch schon verdächtig aus. Da ist doch bestimmt was hinter dem Schild, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Aber da kommen wir so gar nicht... Gut, auf das Ding können wir wahrscheinlich nicht...
Ja, gut. Nee, dann lassen wir das erstmal. Laufen wir direkt mal weiter. Wen haben wir denn hier noch? Die reden auch nicht mehr, wenn wir da rumlaufen. Gut, und sonst? Was ist denn hier? Gesucht, Guillaume Antrim. Guillaume Antrim. Von der Abteilung für Ruhestand, Terminierung und Rückführung von Spacers Choice. Ein Vollstreckungsbefehl für Guillaume Antrim mit sofortiger Wirkung. Früherer Assistenzmechaniker im Dienst von Spacers Choice, wegen nicht autorisierter Verwendung von Adrena Time von seiner Stelle entbunden und aus Edgewater entfernt. Gesucht wegen Zerstörung von Konzerneigentum, Mord an unbescholtenen Konzernangestellten, Diebstahl und nicht autorisierter Verwendung medizinischer Vorräte, großzügige Prämie, Bezahlung bei Ablieferung, Unterschrift mit eigenem Namen erforderlich, weitere Informationen bei Gendarmin Race. Okay, haben wir hier noch andere? Das ist noch was anderes, oder? Gesucht, Bertie Cotton. Von der Abteilung für Ruhestand, Terminierung und Rückführung von Spacers Choice. Ein Vollstreckungsbefehl für Bert Cotton mit sofortiger Wirkung. Ehemaliger Vikar, stationiert in der Pfarrei von Edgewater. Vikarsamt vom Orden des wissenschaftlichen Diskurses Diözese Halcyon aberkannt. Flüchtig und als gefährlich eingestuft. Gesucht wegen Zerstörung von Konzerneigentum. Das ist genau dasselbe, oder? Nee. Mord an unbescholtenen Konzernangestellten, Aufrührertum und nicht autorisierter Verwendung medizinischer Vorräte. Großzügige Prämie, Bezahlung bei Ablieferung, ja, Race, bla, was haben wir hier noch? Doc Mabel Burgess. Okay, das werde ich jetzt hier nur mal kurz überfliegen. Wegen Zerstörung von Konzerneigentum, Mord, Vandalismus und unlizenzierter Ausübung des Arztberufs an abtrünnigen Kriminellen. Großzügige Prämie, ja, Bezahlung bei Ablieferung. Das waren die drei. Die werden gesucht. Alles klar, was mit euch? Wo sind wir denn jetzt hier genau? Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung. Finde ich aber auch gut, dass hier so die Türen so ein bisschen dran sind. Wir könnten jetzt auf jeden Fall da schon mal gucken. Oder ich laufe erstmal hier hinten nochmal rum. Und guck mal, ob es hier noch irgendwas zum Einsacken gibt. Und ich hatte ja schon gesagt, ich lasse mir hier auf jeden Fall Zeit. Ich schaue mir so ein bisschen die Sachen an und die Plakate und was es noch so gibt. Ring, ein unauffälliger Metallring. Der kleine Metallring war vermutlich für Finger gedacht, aber Personen mit großen Zehen könnten alternative Einsatzzwecke dafür finden. Okay, das ist doch Schrott. Können wir dann wiederverwerten? Ja gut, mehr ist da scheinbar nicht. Hier ist der Constable. Gucken wir da mal rein. Hier müssen wir mit dem Stehlen aufpassen. Da liegen Energiezellen. Terminal gibt es hier. Könnten wir sogar benutzen, aber das lassen wir erstmal. Was haben wir denn hier für Plakate? The team to lead Halcyon to an even better tomorrow. Chairman Rockwell. Rockwells Minister und Minister Clark. Help the Chairman and Minister Clark. Defeat our foes. Gut. Könnte ich die sogar schon öffnen oder kriege ich dann Ärger? Die kann ich sogar öffnen. Okay. Warum nicht? Wir könnten hier sogar schlafen. Aber wir sparen uns das mal. Hier ist momentan überhaupt keiner drin. Hier gibt es auch nichts zu holen, so wie das ausschaut. Da haben wir noch wen, der gesucht wird. Oder ist es wieder dasselbe? Ich denke, gehe mal davon aus, es ist noch was anderes. Phineas Fivels. Aha, für mehrere Verbrechen und Widerstand gegen Vorstandsentscheidungen, inklusive aber nicht beschränkt auf mehrere oder alle der folgenden: Aufrührertum, Fälschung, Verschwörung zur Verschwörung, unlizenzierte Ausübung des Arztberufs, Zerstörung von Vorstandseigentum. Alles klar, gut. Der hat sich auch Freunde gemacht. Wir können mal mit Stehlen direkt vor Nase. Ist vielleicht eine blöde Idee. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Wenn ihr Hilfe bei eurem Plünderer-Problem braucht, könnt ihr mich anheuern.
As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these three marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just one per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Gut, ob ich das aber auch machen will, ich weiß nicht. Das ist mir alles sehr strikt hier ein bisschen in der Stadt. Ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Akzeptabler Toleranzbereiche von Neugier. Okay. Sagt dir der Name Phineas Wells etwas? His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Das werde ich garantiert nicht sagen. Das auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, überhaupt darüber zu reden. Ich nehme mal das Dritte. Er hat mich entführt, meinen Körper aufgetaut und mich in den Weltraum geschossen. Dann bin ich hier gelandet. Mhm. Shot you into space. You know, lying to a Spacer's Choice Constable is a violation of company policy and punishable by a fine. Uns glaubt hier aber auch niemand irgendetwas oder sie wollen nicht drüber reden. Eins von beiden oder beides. Wenn der Vorstand bezahlt, nehme ich mich des Kopfes gerne an. Unfortunately, the arrest of Mr. Wells falls outside my authority. I enforce the company policy of Spacer's Choice in the region of Emerald Vale. Wells is wanted by the board. If you have information related to the location of Phineas V. Wells, you are required to submit that information to your nearest board authority. Was machen wir denn jetzt? Ich dachte, du wärst mein nächster Vertreter des Vorstands. I represent Spacer's Choice. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which is itself a member of the Halcyon Holdings Corporation Board. Also, I specialize in processing fingerprints. So unless you're carrying Wells' finger on you, there's not a lot I can do for you. Okay. Schon gut. Mit wem muss ich also darüber reden? Any information regarding outstanding bounties and wanted criminals should be directed to Mr. Udom Bedford. Mr. Bedford's office is located on the Groundbreaker. Groundbreaker? Was ist das? Halcyon's original colony ship, now repurposed into a space station. Mr. Udom Bedford represents the board's interest on the Groundbreaker. Something else I can do for you? Wir stellen dir, glaube ich, noch ein paar Fragen. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Für wen arbeitest du jetzt? Spacer's Choice oder Edgewater? If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. I don't serve Edgewater. Edgewater in the entire region of Emerald Vale serves Spacer's Choice. Das klingt nach Sklaverei. Ja, irgendwie schon. Careful, stranger. Talk like that comes dangerously close to sedition. Und wem ist Spacer's Choice untergeben? Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary. Ja, okay, das hatten wir schon. Logistics, which occupies a seat on the Halcyon Holdings Corporation, also known as the board. I must admit it bothers me that you don't already know this. Also bist du im Prinzip ein Bürokrat. Flattery won't get you anywhere with me. The bureaucracy is a noble profession, but not all of us are gifted enough to serve in it. Da war noch eine Sache. Gut, nee, das war dann alles scheinbar. Sprechen Sie noch mal kurz an. And by interesting, I mean suspiciously reminiscent of contraband. Okay, das ist... Wir gehen dann mal, da gibt es nichts und nichts Interessantes. Wir sind total uninteressant. Terminal benutzen. Spacer's Choice, Handfeuerwaffen, Leichensäcke kosten extra. Edgewater, Saltuna, Konservenfabrik, eine Anlage von Spacer's Choice, Terminalzugang. Terminalzugang, willkommen, Gendarmen Race. Kopfgeldakten. Alle von der Edgewater-Wache veröffentlichten Kopfgelder wurden von Spacer's Choice autorisiert. Kopfgelder anzeigen. Offene Kopfgeldsuche. Ja, Anfrage. Okay, gucken wir mal. Gesucht. Guillaume Gil Antrim. Hintergrundinformation. Ehemaliger Assistenzmechaniker von Spacer's Choice. Arbeitsverhältnis terminiert. Vermerk der Gendarmen.
Die Abteilung für Ruhestand, Terminierung, Vollstreckungsbefehl. Ja, okay. Einige erinnern sich möglicherweise an Jill-Antrieb aus seiner Zeit in der Konservenfabrik. Es gilt zu beachten, dass Spacers Choice Antrieb nicht mehr als geschätztes Familienmitglied betrachtet. Spacers Choice ermuntert seine Mitarbeiter mit gutem Ansehen, dieses Ansehen aufrechtzuerhalten und keinerlei Sympathie, Loyalität oder positive Erinnerung an Mr. Antrim zu hegen. Positive Erinnerung nicht mehr zu hegen, okay. Großzügige Prämie, Bezahlung bei Ablieferung, okay. Doc Mabel, Hintergrundinformationen, das wissen wir ja schon, ehemalige Ärztin, okay, ja. Die Abteilung für Ruhestand, Terminierung und Rückführung von Spacer Choice hat einen Vollstreckungsbefehl für Doc Mabel ausgestellt. Doc Mabel wird wegen Diebstahls in 3 Fällen gesucht. 2 gestohlene Pakete, Andrina Time und die Raubung des Außenpostens von seinem offiziellen Arzt. Achso. Großzügige Prämie, okay. Bertie Cotton. Hintergrundinformationen, ehemaliger Vikar. Was? Erlitt psychologischen Zusammenbruch bei Auftritt von solchen Symptomen. Flüchtig und gefährlich. Die Abteilung für Terminierung, genau. Der Orden des wissenschaftlichen Diskurses verweigert eine Aussage. Die Predigten von Vicar Cotton werden als hinfällig und nicht mehr gültig betrachtet. Spacer Choice rät dazu, sie mit Hilfe von Zero-G aus dem Gedächtnis zu löschen. Zero-G-Brew, damit dein Leben nicht immer nur bierernst sein muss. Ja, das kennen wir ja schon. Großzügige Prämie, okay, gut. War da nicht noch was? Nee, das waren... Geschlossene haben wir hier. Gibt's keine? Gut, dann können wir uns das hier... mit der Zeit dann nochmal anschauen, wenn wir wollen. Ansonsten, da war ja so nichts weiter, genau. Wir könnten jetzt zuerst hier nochmal gucken. Was haben wir denn hier? Dehydrierte Wassertablette nehme ich erstmal mit. Ja, ich nehme doch alles mit. Was ich irgendwie bekommen kann, warum nicht? So, das können wir wahrscheinlich... Kompass. Ein kleiner magnetischer Kompass. Dieser Kompass kann auf jeder Welt mit einem starken Magnetfeld, also jedem Planet mit einem ferrodynamischen Kern den magnetischen Norden aufspüren. Nicht funktionsfähig auf Gasriesen oder im Weltraum. Bitmodul. Ansonsten, das können wir natürlich jetzt alles nicht mitnehmen. Wir dürfen aber auch gar nichts mitnehmen. So, mit dir können wir gleich noch reden. Ich möchte jetzt erst nochmal hier gucken. Können wir hier irgendwas einstecken? Da haben wir ein Bett. Da können wir schlafen. Die Frage ist, wie wichtig ist denn Schlafen? Rüstungsteile gibt es hier. Was haben wir da? Überbrückungskontakt nehmen wir mit. Rüstungsteile, Komponenten, mit denen Rüstungen repariert werden. Eine Sammlung aus verstärkten Stoffen, Metallplatten, Reißverschlüssen, Knöpfen. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen, oder? Oder nicht? Stabilen Fäden, Gürteln, Ellenbogenschonern, Knieschonern, Schulterschonern und Lederflicken. Was man halt beim Schneider im Müll findet. Nehmen wir mit. Hier gibt es noch mehr zu holen vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Das sieht nicht danach aus. Ja, das ist der Anführer der Siedlung. Da kommen wir später irgendwann nochmal zu. Auf jeden Fall würde ich dann erstmal sagen, wir reden als nächstes mit Martin Abernathy. Der schuldet ja auch noch Geld. Aber das machen wir dann direkt nächstes Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video soweit. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.